Willkommen zu einem neuen Video. Ja, was ist jetzt so in letzter Zeit alles passiert? Lass mal nachgucken. Ich war mit dem Casper in der Mall. Hab mir noch ein paar nice Klamotten gekauft für Spring Break in Florida. Da werde ich mit dem Bailey hingehen. Und meine Familie und halt den anderen Leuten. Da werde ich höchstwahrscheinlich entweder eins oder mehrere Videos drüber machen. Je nachdem, wie ich mich so fühle. Werdet ihr den mal kennenlernen, den netten Typen da. Sonst hab ich das Musical gehabt. Ich habe, wie schon gesagt, Backstage ein bisschen geholfen. Dies, das. Das Musical Annie lief super. Ist alles so gelaufen, wie es sollte. Ja, ich meine, letzte Woche hatte ich gar keinen Schlaf. Und wörtlich eine Stunde Freizeit. Oh. Bin aufgestanden, bin in die Schule, bin mit der Schule fertig gewesen, hatte 30 Minuten Zeit, um mich für Baseball umzuziehen. Hab mich umgezogen, hatte Baseball-Practice bis um 6. Hab dann um 6 Tech, oder hatte immer Baseball bis um 5, 5.30. Bin dann mir was zum Essen holen gegangen. Hatte dann Painting und Backstage um 6 bis um 9.30 Uhr abends. Und ja, dann bin ich heim, war dann um 10 Uhr zu Hause. Alles klar, bin ins Bett. Das ging wirklich die ganze Woche, das war so stressig. Jetzt, diese Woche war nice. Ich hatte Baseball-Practice und dann hatten wir einen Lockdown-Drill. Da machen die dann so eine Durchsage. Internal threat in the building. Please lock down. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art was halt. Dann wurde so Baseball-Game abgesagt am Donnerstag wurde unser Baseball-Game abgesagt. War wohl ein bisschen regnerisch, wa? Am Freitag war ich in der Mall, hab mir Sachen gekauft. Eine Sekunde. Ich hab mir Baseball-Sachen gekauft. Ich hab mir Cleats gekauft, Batting Gloves. Das sind die hier. Und meinen eigenen Baseball-Handschuh. Ist das nicht geil? Wenn ihr in Amerika seid oder wenn ihr in Amerika geht und Baseball machen wollt, kauft euch das. Damit seid ihr der King, Alter. Das sind Sunflower Seeds. Das ist die Klischee-ultimative Baseball-Nahrung, die man immer isst. Die sind irgendwie Bacon-Geschmack oder so. Das ist auf jeden Fall nice. Heute ein Baseballspiel. Ich habe mir sogar zwei Spiele. Erstes Spiel 15-0 nach 5 Innings gewonnen. Und das zweite Spiel 7-3 gewonnen. Damit haben wir 2 von 2 Spielen gewonnen und das Tournament gewonnen. Und eine geile Trophäe fürs Team abgestaubt. Und ich muss sagen, es war nice. Ich habe zwar nicht gespielt. aber ich weiß jetzt endlich, wie Baseball funktioniert. Und ich war gestern noch beim Friseur, das sieht man jetzt nicht, weil die Mütze auf ist und ich nehme die jetzt auch nicht weg, weil sonst alle Haare so nach hinten, weil, könnt ihr euch das vorstellen, ich tue mir die Mütze so drauf und dann, ja, was auch immer, ihr solltet da ein paar Haare sehen, das reicht. Okay. Wir haben mal was gewonnen. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, als ich meine Medaille hatte, dass ich mal was gewonnen habe, wo ich tatsächlich was gewonnen habe. Ich habe mal was bekommen, aber diesmal tatsächlich mal South Haven als Schule was gewonnen. Nice, wirklich. Ich bin jetzt zu Hause. Jetzt haben wir 5.30 Uhr am Samstag, den 26. März. Nächstes Video werde ich entweder wieder ein Update-Video machen oder ich wurde auch mal gefragt, ob ich mal ein Video machen kann. So negative Sachen von dem Auslandsjahr oder was denn alles negativ passieren könnte. Wenn ihr darauf Bock habt, gebt einen Daumen nach oben. Schaut euch meine anderen Videos an. Schaut auf jeden Fall für die Florida-Vlogs rein. Das ist nächste Woche. Ich glaube, die Florida-Vlogs kommen sogar noch vor dem Video mit den negativen Sachen. Wenn ich jetzt nicht allzu motiviert bin. Yo, wie gesagt, haut rein. Kauft euch Bigs Sunflower Seeds. Bacon ist zu empfehlen. Ranch nicht so. Ich weiß nicht, einfach den Ranch finde ich jetzt. Also bitte, wer ist denn Sonnenblumenkerne mit Ranch-Geschmack? Oh. Ja, wie gesagt. Ja. Und bis dann. Haut rein. Und tschüss. La 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 la